40 Punkte. Nicht schlecht. So, das kann hier hin, das kann hier hin, das kann hier hin. Das kann auch wieder hier rein. Ich weiß gerade nicht, wofür ich überhaupt die Knochen gebrauchen könnte. Ich brauche Stift und Tinte. Technologie. Stift und Tinte war hier bei Bücherschreiben. Und dafür Schriftrollenregal. Das ist irgendwie wichtig. Stift und Tinte. Oh, jetzt brauche ich auch noch Federn. Und Tinte. Tinte. Im Ofen. Wasser und Alchemietisch. Yes. Why? Also nochmal. Hier, das kriege ich im Ofen. Und das im Alchemietisch. Wie lerne ich den Alchemietisch? Herstellen Geschichte. Ich. Papierpresse. Druckerpresse. Theologie. Hey, das ist, hat ja nur mit der Kirche zu tun, oder? Alchemie. Bestimmt hier. Ich wahrscheinlich. Ja, ich blick auch nicht mehr durch. Das ist nicht der einzigste. Aber Alchemie ist ja hier. Anatomie und Alchemie. Und das ist der Rang, der Part für die Anatomie. Das heißt, hier, das kann ja dann nur für die Alchemie sein. Da muss ich wahrscheinlich irgendeine Mission erfüllen, damit ich das lernen kann. So. Das heißt, ich kann diese Tinte noch nicht herstellen, weil mir fehlt ja der Alchemietisch. Und ich habe keine Ahnung, wo ich Federn herkriege. Schreibt mir nur immer so ein paar Sachen auf, die ich dann eventuell, falls ich es denn jetzt von selbst nicht rausfinde, halt dann im Nachgang googeln kann. Damit ich nicht hier so Ewigkeiten rumsuche. Ja, geil. Also muss ich Alchemie erstmal lernen. Aber ich könnte zumindest für die Theologie schon mal ein bisschen was lernen, dass ich die Kirche ausbessern kann. Rupf ein Huhn. Warum soll ich ein Huhn rupfen? Achso, für die Federn. Ja. Wird wahrscheinlich auch irgendwie so kommen. Rupfen Huhn. Keine Ahnung. Irgendwas ganz Simples. Und ich denke immer viel zu kompliziert bei Spielen. Ich weiß auch nicht warum. So. Schalten wir hier die Sachen frei. Okay, 30 ist schon wieder zu viel. Ich habe noch 25 Punkte. Ich habe Angst, die Punkte zu verteilen, weil ich eigentlich... Oder war Feder hier irgendwo? Ich hebe, glaube ich, die Punkte ein bisschen auf. Ich habe Angst, die Punkte zu verteilen. Hier, das ist bestimmt der Wein, oder? Ne, hier ist Wein. Ranggerüst kann ich bauen. Okay. Du brauchst 30 Punkte, dann kann ich mir Wein herstellen. Schmelzen. Ich glaube, ich gebe mir die Punkte echt noch ein bisschen auf.
Weil ich nicht weiß, was jetzt als nächstes kommen könnte. Das könnte ich eigentlich gebrauchen. 200, okay. Spare da drauf. Es ist ein Alchemielabor und es gibt keinen Alchemietisch. Geil. Ich muss eine Predigt halten. Okay. Schreiben konnte ich jetzt auch nichts, gell? Dafür brauche ich ja die Tinte dann, ne? Ja. Ihr könnt ja auch nichts schreiben, dafür brauche ich auch die Tinte. Aber ich könnte, glaube ich, Papier abgeben. Wie viel Papier braucht der Typ? Wer auch immer das eben überhaupt war mit dem Papier. Das habe ich ja erledigt. Look auf. Schreib auf. Ich meine, das war im Sumpf. Ich habe es nun jetzt noch nicht gesehen. Eine Handelslizenz brauche ich, die bekomme ich ja nur an diesem einen Tisch. Fischen muss ich, das heißt, ich brauche eine Angel. Ich will die Schrift irgendwann noch lesen. Stempel kriege ich von der Schlange. 10 Papier. Ein hübscher junger Kerl. Ah ja. 10 Papier brauche ich für den. Dann gebe ich das nämlich direkt ab, dann habe ich es nicht verbraten. So. Gehe ich die Predigt halten, da müsste ich das Ding, sollte ich vielleicht auch unten in den Keller stellen oder legen. Damit ich das nicht immer wieder vergesse. Oder hin und her laufen muss, wenn ich die Predigt halten muss. Ja, und Öl. Ich bestimmt irgendwie irgendwann herstellen. Aber es geht langsam voran, glaube ich. Das kann weg. Irgendwas, was ich vielleicht noch für... Ah ne, das hatte ich ja gerade durchgeguckt, gell? Nichts mehr für blaue Punkte. Was ist das eigentlich für Gras? Gelbe Blume. Da. Rot. Stoff mehr. Egal. Weg. Abfall. So. Kann man die irgendwie... Ne, die kann man nicht untersuchen. Gehen wir mal eine Predigt halten und dann gucken wir mal, dass wir die Kirche ein bisschen ausbauen. Der hat schneller geredet, wie die Leute da sind. Die lügen doch alle. Predigt war scheiße. So. Warte mal gucken. Eine Kirchenbank. Ich brauche Holzplanken, Nägel und diese Eisenstücke. Jetzt irgendwas hier. Genau, die Sachen tue ich jetzt mal hier ablagen, bevor ich... Meine Uhr sagt, ich soll schlafen gehen. Okay. Kommen wir hier rein. So. Dann. Thank you.
Brennholz. Reicht, glaube ich, nicht, ne? Doch, reicht. Machen wir mal ein bisschen was rein. Planke sind ja nicht viele, Nägel und das andere haben wir gar nicht. Das mal dahin, das dahin. Damit ich weiß, dass ich das okay herstellen muss. Balken. Holz haben wir noch genug. Genau, das tun wir noch nach unten. Eine Angel brauche ich. Wo kriegt man denn eine Angel her? Muss ich bestimmt kaufen. Kann ich hier zwischenzeitlich was Neues bauen? Bringt ein Beet mit Stäben. Dann bestimmt für Bäume oder sowas. Also nicht Bäume, Büsche. Dann arbeite ich ein bisschen. Okay, keine Energie. Ich glaube, das dauert ziemlich lange, bis man den Friedhof und die Kirche soweit ausgebaut hat, dass der Typ zufrieden ist. Ist hier noch was drin? Nö. Okay. So, ich gehe mal das Papier jetzt abgeben, damit ich das schon mal weg habe. Weil der Typ müsste ja, glaube ich, jeden Tag dann da sein. Denke ich. Angel. Also in der Regel kriegt man die von irgendeinem Kaufmann oder sowas. Das ist der Dichter, ne? Gut, Papier, Papier ist. Eine Erweiterung der Poetenseele. Nee, es gibt nichts wirklich Poetisches am Papier. Gut. Was ist mit der Trulla da? Redet die jetzt mal mit mir? Du schon wieder. So, dafür brauche ich das. Gut, gut zu wissen. Glaubenspunkte muss ich bei dir abgeben. Warte mal, ich habe doch hier so eine schöne Abkürzung. Aber die führt mich, glaube ich, nicht. Ne, die führt mich ja nur bis nach Hause. Jetzt hätte ich gerade 5 Glaubenspunkte brauche ich für die. Hier kann ich nur Kisten hinstellen. Hier ist ja Mehl. Okay. Mehl. Ich habe ja noch ein bisschen Brot, was hier ein bisschen rutschen kann.
5 Glaubenspunkte, die müsste ich eigentlich noch haben. Ich kann das hier gar nicht lesen. Chris Krabici. Danke. Achso, das ist Deutsch leider. Kein Englisch. Die Glaubenspunkte. 5 Stück. Ich habe 5 Stück. Das ist gut. Dann gehen wir mal schnell zurück. No. Hoffentlich ist die noch da. Hoppala. Der Esel steht ein bisschen im Weg. Warum stellt er sich mitten auf die Straße? Gucken, ob der noch da ist. Die. Ja, ich verstehe das schon. Aber mein Englisch ist so bescheiden. Bevor ich jetzt hier anfange, Englisch zu reden. So, die ist bestimmt nicht mehr da drin, ne? Doch. Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen. Ich bin kein Kleiner. Ich bin ein angesehener Friedhofswärter. Aber ich bin auch ein großer Fan von dir. Also nenn mich einfach Wärter. Vielleicht bist du doch nicht so übel. Der Kontrast zwischen deinem schmutzigen Gewerbe und deinen Manieren. Schön, dich zu treffen, Wärter. Du solltest nicht nur mein Talent, sondern auch meine Schönheit komplimentieren. Ich mag Schmeicheleien. Ich habe Schlange im Kirchenkeller getroffen, aber er ist nicht sehr gesprächig. Vielleicht kannst du mir helfen, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit diesem hinterhältigen Bastard normale Geschäfte machen möchte. Ach übrigens, wenn du ihn siehst, schmeiß ihm diese falsche Münze in seine Visage und dann komm zurück und erzähl mir, wie er reagiert hat. Nicht jetzt. Kannst du mir dabei helfen, einen Passierschein zu bekommen? Sonst noch Wünsche? Soll ich vielleicht auch noch die Nacht mit dir verbringen? Bevor du solche Fragen stellst, sollten wir uns schon besser kennenlernen. Ich weiß nicht, reden wir immer noch von dem Passierschein, oder? Über beides. Wie blöd. In Ordnung, weil du so witzig bist. Ein Freund hat mir erzählt, dass man im Tausch gegen ein paar Gefälligkeiten und einem ordentlichen Haufen Geld einen Passierschein von Schlange bekommen kann. Oder war es doch der Bischof? Das ist schon ein Weilchen her und mein Gedächtnis lässt mich im Stich. Nein, das war ganz bestimmt Schlange. Ja, die Schlange ist an dem grünen Tag da. Kann ja nicht schaden, das zu machen. Die reagiert bestimmt sehr gut. So, hatte ich jetzt Balken und Nägel schon mitgenommen? Noch nicht. Ah doch, ein paar Balken sind da. Könnten wir ja in die... Huch. In die Kirche und mal schauen. Auch mal jeweils 6. Okay, da muss ich einige noch herstellen dann dafür. Für die Kirchenbank fehlen mir noch Planke, brauche ich nicht Balken, stimmt. Okay, das heißt, ich muss noch von den Dingern herstellen. Nägel. Kann ich 2 Bänke machen. So, 2 Bänke, okay. Eine für jede Seite.
Dann haben wir das wenigstens schon ein bisschen ausgebessert. So, Planke. Zweihundert Punkte waren es, ne? Für die eine Technologie da. Okay. Haben wir jetzt ein paar Nägel reichen für zwei Bänke und dann brauche ich noch diese Dinger hier. Komm, ich esse mal was. Ich wenigstens. Ein bisschen was herstellen. 3, 6. Dann brauche ich definitiv mehr. Und Kerzen brauche ich ja dann auch. Muss ich mal gucken, wie ich die herstellen kann. Oder ich muss die kaufen bei dem Typen. Was habe ich denn jetzt? 18. Ja, dann könnte ich noch eine Kerze hinstellen. Mal gucken. Eine Kerze und zwei Wandleuchter oder was das war. Sollte ja eigentlich für den Anfang schon mal genügen. Kerze. Wandleuchter. Kann man den denn anbringen? Kann man ja nirgendwo anbringen. Vielleicht dann noch zwei. Ja, aber warum kann man denn die Wandleuchter nicht anbringen? Oder noch nicht? Kerzenständer. Vielleicht noch zwei Kerzen hin. Und hier. Oh, ich brauchte 8. Gut. Eine Kirschenbank werden wir noch holen. 10. Ich brauche. Wo ist er? Ah, hier, Fischen. Ist gut. Da kann ich die Angel kaufen. Ich stehe jetzt übersehen. Heißt er. 20 muss ich erreichen. Okay, das heißt, ich brauche noch Planken. Kann ich noch eine Bank hinstellen? Damit ich zumindest erstmal mehr Leute kriege. Nur eine. Acht. Ist gut. Händler muss ich nicht. Oder? Der Händler hatte ja nur. Ja gut. Handelslizenz und dieses komische Gras habe ich noch nicht. Ja. Manche müssen halt schlafen. Ich im Moment. Oder zumindest, ich muss nicht früh schlafen gehen, sagen wir es mal so. Dann mal eine gute Nacht und viel Spaß morgen. Auf der Arbeit.
Mach wahrscheinlich auch nicht mehr so lange. So. Heute ist der Tag mit dem Händler. Da brauche ich ja erstmal nichts machen. Das kann ich hier rein tun. Könnte mir rein theoretisch, habe ich Geld. Weiß jetzt nicht, wie teuer diese Angel ist. Vielleicht habe ich genug Geld. Gute Nacht. Dann mal schauen. Wäre nicht verkehrt, wenn ich genug Geld hätte, dann könnte ich mir die Angel kaufen. Dann könnte ich schon mal Fische fangen. Köder habe ich ja. Blätter kann ich noch nicht herstellen. Hat denn der Händler sonst noch? Nix. Was ist das eigentlich nochmal gewesen? Goldschmuckverzierung. Wie kommt man denn jetzt nochmal zu dem Leuchtturm? Ich glaube hier lang, ne? Gibt es eigentlich hier gibt es Federn. Das ist gut. Federn hat sich erledigt. Ich weiß jetzt, wo ich Federn herkriege. Das heißt, ich muss mir die kaufen. Ne, hier geht es noch nicht runter. Über dem geht es runter. Was kann ich mit dem machen? Kann ich mit dem irgendwas machen? Ja, mit dem handeln. Öl. Das dann das Öl? Ich kann mir ja mal eine Flasche kaufen. Vielleicht habe ich kein Geld mehr für die Angel. Vielleicht ist das das Öl, was ich brauche. Das wäre super. Dann könnte ich mir wenigstens wieder Leichen holen. Und damit mal wieder anfangen. So. Kannst du mir eine Angel geben? Na klar, Jung. Ich habe noch eine alte Angel hier, aber die ist kein Geschenk. Bring mir Motten. Die sind klasse Köder, klasse als Köder, aber du kannst sie nur nachts fangen und meine alten Augen sehen im Dunkeln nichts mehr. Also, wie bereite ich Fische richtig zu? Du kannst sie einfach grillen, aber ich schlitze sie lieber auf und brate die Hälften in Öl an. Und dann hast du Fischstäbchen. Und wenn du Fisch isst, fängst du an, wie Fisch zu denken. Ein guter Fisch muss Fisch essen. Ein guter Fischer muss Fisch essen. Okay. Hier könnte ich auch einfach die Angel kaufen, aber wenn ich sie ja geschenkt kriege. Motten. Gibt's nachts. Ich habe, glaube ich, noch nie welche gesehen, aber okay. Was ist eigentlich das hier? Kann nichts damit tun. So. Soll ja angeblich eine Abkürzung sein. Keine Ahnung, ob das stimmt.
So. Hanfsamen, die tue ich jetzt erstmal einpflanzen, dann habe ich das schon mal. Oh, ich habe zu wenig Brennstoff. Heißt, ich muss hier wieder Brennholz machen. Aber zu wenig Energie.